Marius Gersbeck, 1-0 Auswärtssieg hier bei der SG Sonnenhof Groß Asbach. Beschreib mal das Spiel aus deiner Sicht. Immens wichtig. Also in der ersten Halbzeit hatten wir auch genug Chancen. Da hätten wir auch 2-3-0 in Führung gehen können. Machen zumindest ein Tor und am Ende verwalten wir das. Also ich glaube, wir können zufrieden sein, mehr zufrieden sein. Wir haben alle gekämpft bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, das hat man gesehen und deswegen am Ende auch zu Null gespielt und gewonnen. Ich finde, ihr seid auch mit der Einstellung, oder so, man hat so ein bisschen gemerkt, dass ihr diesen, ja, dieses aus dem Lottespiel mitgenommen habt, ne? diesen Sieg, diese Brust, diese breite Brust, und ihr seid so in die Zweikämpfe gegangen, direkt vom Beginn an, dass man gar keinen Zweifel hatte, dass ihr heute die 3 Punkte hier mit nach Hause nehmt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es fing schon davor an. Also wir sind ein bisschen schlecht gestartet von den Punkten her, trotzdem waren wir mal gut drauf und danach haben wir die Punkte geholt und ich glaube, das war ein Trend, der sich jetzt fortgesetzt hat und den müssen wir natürlich auch weiterhalten. Und das trotzdem ihr einige Umstellungen auch zu verkraften hattet, ne? Durchaus aus den Außenpositionen nochmal gewechselt, aufgrund des Weggangs von Nazim Sangare. Was sagst du, wie gut hat die Mannschaft das verkraftet aus deiner Sicht? Ich glaube, man hat es gesehen, man hat die Antwort auf den Platz gegeben. Ich glaube, es ist egal, wer auf dem Platz steht, solange die Person 100% gibt. Es ist egal, wer spielt. Und am Ende ist einfach nur wichtig, dass wir als Mannschaft die Punkte geholt haben. Und wie gesagt, es ist egal, wer da steht. Kannst du mal kurz, es gab dann gleich die Irritation kurz zum Ende hin, aufgrund dieser Elfmetersituation. Kannst du mal schildern, wie hast du die gesehen? Wir haben es von der Seite, ja, konnten es schwerlich einschätzen. Der Schiedsrichter hat zuerst auf Elfmeter entschieden, weil er dachte, Heidi hat den Ball mit der Hand gespielt. Aber als er sich angeguckt hat, hat er gesehen, dass er den Ball nur ins Gesicht bekommen haben kann. Ich habe es jetzt selbst auch noch nicht gesehen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das nur Gesicht war. Und deswegen hat er die Entscheidung zurückgenommen. Also verstehe ich eigentlich die ganze Aufregung nicht, die sie daraus gemacht haben. Dadurch kam natürlich ein bisschen Aufregung rein, aber am Ende hat es denen ja nichts gebracht. Und ihr habt euch davon ja nicht unterkriegen lassen, also von der gesamten Aufregung, die da auf dem Platz und außerhalb des Platzes war. Ihr seid locker geblieben, ihr seid gut drin geblieben in der Partie und habt das dann für mich sehr souverän zu Ende gespielt. Kann man sich hinterher vielleicht vorwerfen, dass ihr die eine oder andere Konterchance hättet mehr nutzen müssen? Klar, am Ende können wir sagen, wir hätten noch ein Tor machen müssen, aber ich glaube, wir können so zufrieden sein, dass wir wieder zu Null gespielt haben, gewonnen haben. Hier ist es immer schwer zu gewinnen. Jetzt haben wir es geschafft, von daher können wir voll zufrieden sein erstmal. Also, dann lass uns dabei, Marius. Gute, lange Rückfahrt wünsche ich dir. Mach's gut. Ich bin echt lang.